Das hat jetzt nicht ernsthaft geklappt, oder? Das war ja einfach alles gedacht. Was? Als... Ich kann das gerade irgendwie nicht glauben. Das... Hä? Als ob das jetzt geklappt hat. Was? Das kann doch jetzt nicht geklappt haben, oder? Ein schlechter Scherz. Willkommen heute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, zocken wir mal wieder eine Runde TTT und ich werde euch heute eine richtig geile Trollfalle zeigen und ja, ich bin gespannt, Leute, wie ihr das Ganze finden werdet. Deshalb, wenn ihr eventuell mehr solche Fallen sehen wollt, dann lasst gerne mal eine positive Bewertung da und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So Leute, ich habe mich jetzt für die Map Minecraft City entschieden. Ich möchte nochmal ganz kurz vorne ab sagen, dass man für diese Falle Traitor sein sollte, denn nur so lässt sich die Falle halt gut ausführen und realisieren, denn wir werden ein paar Sachen aus dem Traitor Shop benötigen und die kann man natürlich nur erreichen, wenn man Traitor ist. Deshalb, Traitor sollte man für diese Falle schon sein und man muss ein paar Leute töten, was wir auch gleich machen werden. Ich hoffe, das Ganze klappt übrigens, denn ich kann nicht garantieren, dass diese Falle jede Runde funktioniert und es ist auch ein bisschen Glück dabei, muss man sagen, und es funktioniert, wie gesagt, auch nicht auf jeder Map. Man muss ein bisschen Glück haben, aber ich hoffe mal, dass das Glück heute auf unserer Seite ist. Ja, und wir schauen mal ganz kurz, dass wir vielleicht hier sogar schon ein paar Leute angreifen können. Und der ist der Erste. Und okay, klasse, 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 hat funktioniert. So, bam, perfekt, der ist auch down. Und da ist der Detective. Und den greife ich auch an. Perfekt, so. Und jetzt haben wir schon unsere Utensilien, denn der Trick von dieser Falle ist quasi... Ich meine, das klappt halt nicht immer. Wir kaufen uns halt Fake-Chests und mir fällt gerade auf, ja genau. Man braucht insgesamt 2 Fake-Chests und man muss diese Fake-Chests quasi ausführen und ansonsten kommt man halt hier gar nicht rein. Und ich habe das jetzt ein bisschen falsch gemacht, denn eigentlich hätte ich die Fake-Chests vor der Tür platzieren sollen, denn so bekomme ich leider gleich Schaden, wenn sie ausgeführt wird und... das Problem ist einfach, wenn jetzt jemand reinkommen sollte, kann er sogar noch mit dem Bogen mich versuchen abzuschießen. Das ist halt so eine Trollfalle, denn ich meine, das Lustige ist ja tatsächlich, man kann nicht reinkommen. Ich meine, okay, der Traitor, wenn ein Traitor jetzt hier reinkommt und auf die Kiste rechts klickt, der kann ganz normal rein. Dann bekommt er einfach ein normales Item aus der Kiste. Deshalb, wenn ihr vielleicht gerade eine Traitor-Runde macht mit euren Kumpels oder so, dann solltet ihr darauf achten, dass euer Traitor-Kumpel nicht die Kiste rechts klickt, weil sonst bekommt er einfach nur ein ganz normales Item und das wäre ja die totale Verschwendung. Ja, und andererseits geht das vielleicht ein bisschen anders aus. Wir schauen mal und da ist jemand, oh, da ist er, glaube ich, ja. Ich sneak gerade übrigens. Hilfe, Hilfe, bin gefangen, wurde getrollt. Und mal gucken. Genau, das meine ich. Bam. Und das meine ich. Es ist so geil. Hier. Hier. Im Haus. Ey, das ist so geil, Leute. Dass das geklappt hat. Dass das jetzt geklappt hat. Das war eigentlich so ein richtig schlechter Scherz. Ey, so. Hilfe. Ich bin gefangen. Könnt ihr mich rausholen? Und er denkt sich nichts Böses bei. Es ist so geil gewesen. Hier. Nein, so ein Arsch. Nein, ey, der ist straight auf mich draufgerannt. Der hätte das gar nicht wissen können. Mist. Aber egal, neue Runde, neues Glück, Leute. So, Leute, ich spiele jetzt die Map Camping. Ich habe die Map zuvor noch nie gespielt. Oder ich habe jetzt zumindest keine Ahnung, ob es auf dieser Map geile Spots gibt, wo man eventuell diese Falle benutzen kann. Und wir werden jetzt mal spontan gucken, ob die Falle auf andere Maps auch benutzbar ist. So. Und hier haben wir jedenfalls schon mal den Tester. Das Starter-Equipment haben wir auch schon mal. Und was eventuell ganz interessant sein könnte, wäre hier... Nee, da ist es kein Wohnwagen. Oh, doch, das ist interessant. Ah, das sind 2 Eingänge. Doch, das könnte echt interessant sein. Ja, man kommt hier nur rein. Ey, das ist geil. Das ist echt geil. Man kommt hier nur rein, wenn man beide Türen, ja, durch die Türen halt. So, und jetzt der Erste hier. Perfekt, dann haben wir den Ersten. So, TTT ist aber mittlerweile auch so geworden, wenn eine Person einen Spieler angreift, ist man ganz, ganz sicher tot.
So Leute, da sind wir jetzt auch in einer zweiten Runde. Ich möchte jetzt unbedingt auf der Map Camping etwas reißen. Und deshalb sind wir jetzt auch schon in der ersten Runde drin. Beziehungsweise der zweiten Runde drin, also der zweite Versuch. Und jetzt werde ich versuchen, die Leute etwas unauffälliger umzubringen. Und ich tue mir also, wo ist der Tester? Warum zur Hölle schlägt der mich? Guck mal, Leute. Ich möchte jetzt mal ernsthaft wissen, wo da bitteschön der Sinn war. Ich kann es nicht verstehen und irgendwie mittlerweile muss ich einfach sagen, es geht mir in vielen Runden so, dass ich sinnlos angegriffen werde. Ich habe denen jetzt komplett gar nichts getan, habe sie weder doof angeschaut, noch habe ich sie angegriffen. Deshalb, es gab keinen Grund. Okay. So Leute, ich hoffe jetzt, dass wir beim dritten Anlauf etwas besser abschneiden werden. Und mit besser abschneiden meine ich auch wirklich besser abschneiden. Zumindest nicht direkt vom Traitor, vom Detective gekillt. Das wäre dann schon mal eine ziemlich gute Leistung. Und ich werde erstmal versuchen, den hier anzugreifen. Ich meine, okay, ich gehe jetzt auch ein bisschen auffällig vor, wenn ich jetzt so die ganze Zeit den Detective hier verfolge. Aber ich meine, ich muss ja irgendwie meine Kills machen, ne? Ist ja nicht so, dass ich hier einfach so aus Spaß spiele. Also ich spiele schon aus Spaß, aber ich möchte ja auch irgendwie ein paar Kills machen. Und der wird sowas von gleich angegriffen. Nicht hier die Frage. Ich glaube, ich werde gleich wieder angegriffen. Ich habe einfach so das Gefühl. Oh, okay. Jetzt werden alle auf den gehen, weil der den Detective angreift. Oh, das ist gut. Das war gut. Okay, der nächste. Und jetzt gehe ich mal zum Tester. Ich habe jetzt insgesamt meine 6 Punkte gesammelt. Und, obwohl, ich kann jetzt eigentlich schon den Plan durchziehen. Ich möchte hier eigentlich die Falle demonstrieren. Und der greift mich an. Das ist nicht gut. Obwohl, es ist mir eigentlich egal. So, Shop. Oh, oh, hau ab. Zack, und jetzt komm rein. Kollege, kommst du rein? Das hat jetzt nicht ernsthaft geklappt, oder? Das war ja einfacher als gedacht. Was? Ich kann das gerade irgendwie nicht glauben. Als ob das jetzt geklappt hat. Was? Das kann doch jetzt nicht geklappt haben, oder? Das ist doch ein schlechter Scherz. Und, kann ich ihn treffen? Nee, ich kann ihn nicht treffen. Es sind auch noch 2 Leute am Leben, also wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht dabei. Ich fand das jetzt übelst lustig, muss ich sagen, ne? Ja. Ich hab jetzt... Oh nein, ich hab die Kiste geöffnet. Das war so dumm. Das war so dumm. Komm her. Oh, der hat ihn gekillt und jetzt einer noch. Bam. Und wir haben die Runde gewonnen. Ein letzter Versuch, Leute. Und dann bis gleich. So, Leute, eine letzte Runde spielen wir dann auch noch. Und jetzt auf der Map Baustelle. Das ist eine neue Map. Und ich muss sagen, irgendwie kommt mir die sehr bekannt vor. Ich meine, mich erinnern zu können, dass diese Map doch einmal, oder zumindest so eine ähnliche Map, bei Hide and Seek war auf dem Gombe-Server. Kann das sein? Irre ich mich da gerade? Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da gerade falsch liege oder richtig liege. Und so Leute, es geht jetzt direkt ins Match rein. Ich habe die Map noch nie gespielt, wie gesagt. Deshalb habe ich auch keine Ahnung, wo man eventuell so eine Kiste platzieren kann. Und so, jetzt erstmal angreifen. Bam. Nein, er hat mir den Kill geklaut. Das ist sehr doof gelaufen und... Bam, komm her. Ja, perfekt. Komm her. Bam. Ey, Bro, was soll das? 6 Traitor-Punkte haben wir schon. Das heißt, wir können jetzt erstmal im Shop natürlich unsere Fake-Chest kaufen und werden jetzt mal nach ein paar Positionen suchen, wo wir die Fake-Chests auch platzieren können. Und ja, perfekt, der ist dann auch down. Und das ist natürlich echt die Frage, wo kann man hier diese Chests platzieren? Die Map ist nämlich nicht so eingeschlossen wie zum Beispiel die andere. Ja, toll. Jetzt haben wir die Runde einfach gewonnen. Aber das war gar nicht mein Ziel. Klasse, GG auf jeden Fall. Ach man. Ja gut, Leute, egal. Ich würde sagen, wenn ihr nochmal so eine extra Special-Mega-Folge sehen wollt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell kommt heute Abend noch ein zweites Video, deshalb schaut mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Und dann sage ich nur, danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal gerne, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.